So, jetzt bin ich in Richtung Nadoret. Ich muss auch, bevor ich die Map verlasse, dann hier auf jeden Fall ein Thumbnail machen. Zombie hier. Würzekraut, Belmart, Würzekraut, Einbeere, Grünmond. Ich weiß nicht, brauche ich, glaube ich, mal nichts davon mitnehmen. Oh, da oben ist aber wieder so ein Kristall. Dies scheint interessant zu sein. Da oben ist ein Bär. Ein Bär, der setzt sich zur Wehr. Und Erz. Das finde ich gut. Oh, der Bär hat mich gesehen. Komm, ich schicke ihm das Skelett entgegen. Und Kladdes. Das scheint mir ein normaler Bär gewesen zu sein. Jetzt gucken wir mal, ob da hinten irgendwas war, wo die Bären waren. Aber es sieht mir nicht so danach aus. Oh, da komme ich gar nicht weiter. Die Map ist aber auch nicht wirklich groß. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Typ tot ist, ne? Wollte ihm gleich entgegenreißen. Das ist der Gullmon. Ah, seht, dort vorne, der Planwagen. Da muss etwas passiert sein. Dann sehen wir uns das mal genauer an. Ich glaube, wenn ich das... Sing's wieder... Na, okay. Vorgrim... macht sich wieder seine... nicht irgendwelche Geräusche. Oh, da hinten ist auch noch irgendwas. Habe ich diese... Doch, die Sichel habe ich. Aber die habe ich nicht auf den Hotkey gelegt. Und immerhin stinke ich jetzt nicht mehr. Das ist schon mal gut. Ork-Krieger, oh. Ogre-Anführer. Folgt mir. Oh, stimmt, die sollten noch einen Armatur machen. Nimm das! Oh, damn, klar, das ist halt schon mal instant down. Und ich bin auch down. Vielleicht wäre ein taktischer Rückzug ganz gut. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Hand. Für Rutger.
Ein Zwerg, ein Wort. Ja! Komm schon vor, Grimm. Verdammt. Mist, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Candidus. Hätte aber auch nicht gedacht, dass sie so stark sind. Na klar. Ha! Dezeptio. Furax. Einer muss den Oger beschützen. Formation! Einkreisen! Nimm das! Ach, das ist ein Schamane! Soll ein Schamane sein? What the fuck? Folgt mir. Jetzt wird's ernst. Wie wird denn der? Bei meiner Axt. Zur Stelle. So, der schlimme Dude ist schon mal weg. Kreis bilden. Na klar. Weil es egal wie stark die Gruppe ist. Ein Dingens kann schon, also ein Caster ist halt schon immer schlimm. Lass das mal vor Grimm machen. Weil Fulminictus ist halt ziemlich stark gegen eigentlich so ziemlich alle meine Charaktere. Formation! Nimm das! Oh, ich bin fast down. Ich würde mir einen Heiltrank ballern. Weil ich werde ja auch voll getargetet hier von den Magiern. Von den Schützen. Zu Befehl. Zum Feuerfall. Verondra und Farmalor. Piu! Nee, du greifst ihn an. Alles klar. Attacke! Attacke! So, der eine ist tot. Bam! Formation! Bei meiner Axt! Bei meiner Axt! Bei meiner Treue! Ja, gegen die alle hat er keine Chance mehr. Recht ihren Widerstand. Silberfälle. Ja, diesmal lief es besser als vorher. Aber ich wusste ja auch, was mich erwartet. Und ich bin irgendwie nicht mit fast totem Leben ins Game reingegangen. Oder zumindest wenigstens mit ohne Armatrutz dieses Mal. Aber dass die einen Schaman hatten. Oh. Danke für eure Rettung. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Als ich den Wagen gesehen habe, habe ich schon vermutet, dass das. Ich nicht war gerade auf dem Weg nach Ferdok, als die Orks mich ganz unvermutet überfielen. Nicht auszudenken, was die Orks mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wärt. Ja, wir waren ohnehin auf der Suche nach euch. Ihr seid doch mit euren Waren auf dem Weg nach Ferdok. Ja, allerdings. Wie könnt ihr das wissen? Eintreffen in Ferdok wäre längst überfällig. Und wir benötigen dringend ein Paket mit Koschamazungen. Also sind wir euch entgegengereist. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt. Leider haben mir, wie ihr euch sicherlich denken könnt, die Orks die Koschamazungen abgenommen. Lasst mich kurz nachsehen, ob die Orks sie nicht schon vertilgt haben. Fex sei gepriesen. Hier sind sie ja. Ich möchte sie euch zum Dank schenken. Danke, das ist sehr gut. Das ist doch das Mindeste. Würdet ihr mir dennoch bei der Reparatur meines Wagens behilflich sein? Den Rest schaffe ich dann alleine. Ja, aber sicher doch. Ich werde dann am Wagen auf euch warten. Okay, cool. Das ist schon mal gut. Ohne Feuermoos ist nichts los, habe ich gehört.
ist schon mal gut. Und die Holzblätter machen wir auch noch kaputt. Ha. Gut, dann gehen wir nochmal wieder zurück zu ihm. Die Einbären lasse ich getrost da stehen. Speichere ich nochmal. Ah! Wir haben einfach den Wagen wieder aufgestellt. Das habt ihr hervorragend hinbekommen. Dann werde ich mich gleich auf die Fahrt nach Verdok machen. Gute Reise. Auch will er mich gar nicht mitnehmen. Schade. Wie komme ich hier denn jetzt wieder weg? Ah, Fürstentum Kosch. Belmart, Einbeeren und Grünmohn. Dann laufen wir mal. Wo genau ist denn das hier jetzt? Muss ich jetzt mal interessieren. War wahrscheinlich außerhalb der Map, ne? Ugdanhafen. Ah, okay. Ich reiß quasi instant hin. Ohne. Ja gut, dann gehe ich jetzt noch mal rüber zum Emmeran und dann kann ich ihm das, glaube ich, mal berichten, oder das ist schon fertig. Falle und Erz, ein Botendienst. Ja, Nysan wird mir... Ah, okay. Im Stadtarchiv. Bringt die Kekse. Spuren im Wald. Suche die Trolle. Reiß in die Blutberge. Ein mysteriöser Fund. Der Keksdieb. Bohrenswein. Kann ich euch behilflich sein? Ich habe euren Lieferanten gefunden. Er wurde von Orks überfallen. Wie schrecklich. Lebt er noch? Ja, ich habe ihn aus der Gewalt der Orks befreit und jetzt ist er auf dem Weg nach Verdok. Vielen Dank, dass ihr euch der Sache angenommen habt. Nehmt dies als Zeichen meiner Anerkennung. Ich danke euch, lebt wohl. Cool, was habe ich von ihm bekommen? Keine Ahnung, was ich von ihm bekommen habe. Okay. Da seid ihr ja endlich. Habt ihr den Dieb schon gefunden? Ja, das habe ich. Und meine Kekse? Habt ihr die auch? Oder hatte der Dieb sie schon gegessen? Ich bin noch rechtzeitig gekommen, bevor er sie essen konnte. Hier habt ihr. Ach, Dravia sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich euch für eure Mühe belohnen soll. Das ist nicht nötig, ich habe euch gern geholfen. Ich würde euch ja gerne ein paar meiner Kekse anbieten. Aber dann wären wohl nicht mehr genug für meinen Mann da. Das versteht ihr sicherlich. Nehmt wenigstens dieses Rezept. Es stammt noch von meiner Urgroßmutter. Ich befürchte nur, es könnte schwierig werden, einige der Zutaten zu bekommen. Das macht nichts. Ich bin viel auf Reisen. Da kann es durchaus passieren, dass sie mir über den Weg laufen. Abgesehen davon werde ich nicht unbedingt Zeit zum Backen haben. Ich muss haben. Mich jetzt sputen. Mein Mann wird jeden Moment von der Arbeit nach Hause kommen. Eine Sache ist da noch. Es hat den Anschein, dass ein Kobold bei dem Diebstahl seine Finger im Spiel hatte. Es ist allerdings unklar, ob er euch oder dem Dieb einen Streich spielen wollte. Ein Kobold? Eine schreckliche Vorstellung. Hoffentlich verschont er mich demnächst. Ich werde die Sache auf jeden Fall im Auge behalten. Lebt wohl. Spielverderber. Warte. Na. Da wird wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch irgendwas passieren. Wird wahrscheinlich nichts mit dem anderen, mit dem Kobold da hinten zu tun haben, weil mit dem habe ich vorhin gequatscht und der hat keine andere Stimme. Wenn es knallt und raucht, was darf es sein? Also nee, ich sehe gutes Gelinge noch. Was kann er mir... Oh, der kann mir auch noch Zauber mitbringen. Vakuum. Radius plus Vakuum. Pff,
Ich habe keine Ahnung, ob dieser Zauber gut ist oder nicht. Djinnruf. Ah, hier. Das Schlösser aufmachen, aber das ist, glaube ich, mal jetzt nicht so wirklich wichtig. Okay. Woran setze ich mich jetzt nächstes Rauschkraut und woran... Ach stimmt, ich muss jetzt... wenn ich ja schon hier bin, dann kann ich schnell ins Stadtarchiv gehen und dann die Nachricht holen. Aus der Grafenresidenz. Oder in der Grafenresidenz. Nein, bisher noch nicht. Ich hoffe, ich bin hier schon richtig. Wie kann der Graf von... Oh, nichts Wichtiges. Verzeiht die Störung. Ja, okay. Dann muss ich gucken, wie ich nochmal ins Stadtarchiv komme. So, also ich muss ins Stadthaus. Ich hab's extra nachgegoogelt, ne? Riethold Wackerbesen. Ha, was für eine Freude, euch zu sehen. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Der Schmied Kulorax aus Murolos schickt mich. Ihr sollt eine Abschrift eines Dokuments für ihn abholen. Ach ja, die Abschrift. Ich habe mich schon gewundert, dass noch keiner deswegen gekommen ist. Ursprünglicher Abholer sitzt leider im Zwergenviertel fest. Deshalb hat Kulorax mich darum gebeten. Ich hoffe, die Felsenbeißer werden das Zwergenviertel bald wieder öffnen, damit es in Ferdok wieder ruhiger wird. Hier habt ihr das Dokument. Ich danke euch, lebt wohl. Kristalle und Erz. Was kriegt denn eigentlich? Ah, er trägt auch den leichten Plattenpanzer. Ein Zwerg, ein Wort. So, da muss ich jetzt nach Murolos. Das ist noch Trollwünsche, Murmeln, Zinnfiguren, Mausefallen. Kosch-Amazon habe ich auch. Zuckerstangen. Und Jagd auf Vito Nice-Deck. Also ich würde gerne jetzt erstmal die Nebenaufgaben abdecken. Ich glaube, da gucke ich jetzt dann auch nach wegen den Zuckerstangen. Und wo ich Murmeln noch kriegen kann. Das ist ja auch ganz interessant. Okay. Ich habe die Aufnahme zum Glück nicht gerade versehentlich beendet. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr meine Abschrift bekommen? Ja, ich habe eure Abschrift aus dem Stadtarchiv. Eure Rüstung ist auch fertig. Sie wird euch beim Tragen jetzt weniger behindern. Sonst noch etwas? Bauanleitungen und Zutaten wären ganz cool. Vielleicht hat er ja noch Murmeln. Oh, ich habe meinen Ventilator noch. Mach den immer an, wenn ich gerade, wenn die Aufnahme nicht läuft. Weil es dann für einen gewissen Moment angenehmer ist, mit den 33,8 Grad, die es hier drinnen hat. Vielleicht könnt ihr mich verstehen, warum ich dann nur sehr ungern hier sitze. Komm, ich verkaufe ihn noch. Wunderkekse. Die Spinnenfänge und die Weidendrüsen. Die ich nicht brauche. So, Vorgrund, Zwergenrüstung. Cool. Ich weiß nicht, wie viel Behinderung er vorher hatte, aber... Steht auch in der Beschreibung etwas drin.
Noch ein Erfahrungsschutz. Behinderung 3. Okay. Vielleicht war es vorher Behinderung 4. I don't know. Angrosch zum Gruße. Das Schmieden ist die höchste Kunst, die der göttliche Weltenbaumeister ich könnte, uns lehrt. Ihr könntet mir noch ein Rüstungsteil. Natürlich. Lasst mal. Ihr habt tatsächlich geeignete Rüstungsteile dabei. Und die gefundenen Zutaten. Ich werde mich so... Ah, der von Trala, okay. Meint ihr? Ja. Da kann ich jetzt gucken. Der Behinderung 4. Das wird mich schon interessieren. So, dann gehe ich wieder zum Kosch. Und dann gehe ich nach Blutberge. Beim nächsten Mal.